Die Grobzerlegung vom Schwein, dass wir die Teile einmal bekommen, war jetzt einmal angesagt. Und ich nehme mal den Kopf runter. Es ist da vom Atlas und Rea, erster und zweiter Halswirbel herein und dann leicht nach oben Richtung Schulter. Dann haben wir mal Kopf mit Gödel. Das nächste wäre die Schulter. Das ist gar nicht so einfach. Ihr seht hier diese Mulde, von der Mulde ein Schnitt herein und hier rund herausgeschnitten. Ja, ein bisschen umplatzieren. Nur da einmal diesen Schnitt hier herein, von oben nach unten drücken und dann, ganz einfach, braucht man schon etwas Muskelkraft, um zu sehen, wo man hinkommt. Das ist da eh ganz schön getroffen und dann von hier oben nach unten. Die Spannung, wenn man mal in den weißen Bereich ist, ist es eine gute Sache. Und das seht ihr hier, wie hier die Spannung genommen wird. Man kommt dann da herunter, geht zum Schulterblatt, genau in dieser Beuge mit der Messerspitze nach oben und von da Richtung Kruspel, dann das Messer umdrehen und dann haben wir da die Möglichkeit, dass das Schulterblatt hier herausbricht. Ich kann von da her oben unten schneiden. Wir haben dann schön unsere Schulter. Da haben wir jetzt den Bauch und das Karree. Wir haben da hinten zwei Fingern vom Filet weg, das ich schon genommen habe, nach unten. Dann kann man hier eine Linie ziehen und das Ganze mit der Säge herunterschneiden. Was man auch noch machen kann, dass man hinten, wo ich diesen Bereich habe, mit dem Messer vorschneidet. Das verhindert den Schmiereffekt der Säge am Fleisch. Geht schon, mach ich schon. So, dann haben wir unseren Bauch. Ja, und jetzt geht es darum, das Karree vom Schlögel abzusetzen. Hier ist der Schwanzknochen herein. Genau an der ersten geraden Wirbelkante kann man da durchschneiden. Hier heroben geht es nicht, da ist der Knochen. Und hier unten sollte es funktionieren. Einmal so, dann das Messer von hinten hinein, hier an der Beuge etwas nehmen und am Knochen herumdrücken und über den Muskelbereich, genau hier ist die Bewegung, weil da gibt es kein Durchkommen, da ist der Knochen. So, der Schlögel dazu. Ja, jetzt haben wir unsere Teile. Schlögel, Karree, Schopf, Bauch, Schulter und den Kopf.